Klartraum als Hörbuch. Teil 4. Index Zwischenstopp. Jetzt ist die Unsterblichkeit hergeleitet. Das Kino der Schöpfung geteilt. Es ist nicht mehr weit ins Schwarze Loch. Die Welle kündigt sich an. Besprechung des Untergrunds in ungefähr einer halben Stunde. Mach die Augen auf. Davor noch ein Streifzug über Planet Erde. Was da schon alles Schönes wächst und gedeiht. Die Viren der Heilung. Welcome to Wonderland. Seit über 50 Jahren wird gelebt, was deine kühnsten Fantasien übertrifft. We are rising up. Die nächsten Seiten, eine Liebeserklärung. An den kosmischen Stamm aller Nationen, Rassen, Kreaturen. Rainbow Peace Movement. One Tribe, One Planet. Danach folgt die Besprechung des Untergrunds und führt zu den wichtigsten Seiten der Menschheit. Ausstieg. Komplettausstieg aus der Raumverzerrung hier nicht mehr möglich. Das ist Real Life. Auftakt. Gelebte Schwarmintelligenz. Backcasting from future life forms. Am Ende der Welt. Wie leben wir? One day. A whole life. Be child. Be all what you can be. All colors of universe. Take your time. Be with you. Connect and let go. Be infinity. Be nothing. Awake and die. To awake again. Dreaming the dream. Create the universe. Yourself. Cass at Iberian Rainbow Gathering 2015. Rezept zur Revolution, Teil 2. Deine Mutter ist 150 Jahre? Ja, sie hat schon ihre dritten Zähne gekriegt. Um die 135 wachsen die dritten Zähne nach. Wir sind früher auch früh gestorben, im Industriezeitalter. Und wer regiert den Planeten? Alle und keiner. Einmal im Jahr gibt es auf einem Berggipfel eine Planetversammlung mit den Abgesandten der Regionen. Warum auf dem Gipfel? Je höher man in die Berge steigt, desto erfrischender ist es für den Geist. Und am Nachmittag trainieren wir unser Hirn. Wir erhalten Unterricht in Telepathie, Hellsehen, interstellare Reisen und Weltraummathematik. Zitat aus dem Film La Belle Verte, die französische Komödie La Belle Verte, der grüne Planet, von 1996 wurde in den Industriestaaten nur selten und spät nachts ausgestrahlt. In 5 Minuten lernst du mehr als in deiner ganzen Schulzeit. Die Effizienz der Kommunikation der Außerirdischen ist maximal. Vor 20 Jahren wurde als Film erfasst, was passieren wird. Der Film kommt aus der Rainbow-Bewegung. Anders kann es nicht gewesen sein. Auftakt Rainbow Movement. Hier muss ich praktischerweise nur vor meine Tür hüpfen ins nächste Rainbow Nest, um eine Live-Aufnahme des Auftakts zu erhalten. We are rising up. We are rising.
Far, far away, close to the heartbeat of Mother Earth. Up in the trees, facing another universe. Rainbow peace movement, real-time evolution of mankind. Lebende Schwarmintelligenz. When the earth is ravaged and all the animals are dying, a new tribe of people shall come unto the earth from many colors, creeds, and classes, and who by their actions and deeds shall make the earth green again. They shall be known as warriors of the rainbow. Hopi prophecy. Woher kommt der Name? Aus einer Indianer-Prophezeiung. Rainbow Gatherings finden jeden Mondzyklus für einen Zeitraum von 4 Wochen statt. Und das seit 1972. Es ist eine Friedensbewegung, ein evolutionärer Organismus. Keine schädlichen Drogen, keine Veranstalter, kein Geld, kein Müll. Rainbow ist weit weiter als Festival, far beyond. Es ist, wie die Menschen auf diesem Planeten leben würden, auf diesem Planeten leben werden. Schwarmintelligenz aufbauen, verbinden zu Clustern, formen Kreise, Spiralen, Unity. Es ist wie eine National Geographic-Reise zu den schönsten Orten der Welt. Und hier sehen Sie menschliche Wesen in ihrem natürlichen Lebensraum ohne äußeres System. Dieser Ort fühlt sich endlos an. Wir leben hier. Randomness, Craziness, Playfulness. Willkommen zu Hause. Cosmic Rainbow Tribe, Family of Living Light and All Colors. Creating a rainbow is creating a cozy and soft place for magicians. Anmerkung: Man könnte Rainbow Gatherings auch so bezeichnen. Größte illegale Versammlung einer Nicht-Organisation, bestehend aus Nicht-Mitgliedern. Auszug aus einer Rainbow-Einladung. Rainbow ist viel mehr als Festival. Es ist eine Versammlung für den Frieden, für die Heilung, für die Musik, für die Liebe, für die Freude, für die Dankbarkeit. Wir schaffen einen Raum, in dem die Magie passiert und bei uns bleibt. Bring deinen Samen der Kreation, des Friedens, des Überflusses, des Verständnisses, der Weisheit, des Teilens und stelle ihn in den Kreis, den wir gemeinsam schaffen.
Ein endloser Kreis. Kind, Heiler, Lichtkrieger, Geliebter und Geliebte, Friedensmacher, Familien aller Farben. Wir versammeln uns, um für uns selbst und jeden anderen zu sorgen, um unsere Ressourcen zu teilen, in Harmonie mit Mutter Erde und all ihren Wesen, um Konflikte zu transzendieren und gegenseitig aufzuhelfen, um heimzukehren und Wunden zu heilen, für Frieden auf Erden und in unserem Herzen, in Solidarität mit allen Stämmen. Wir versammeln uns, um uns zu erinnern, wer wir sind, um tief in uns selbst zu tauchen, für globales Bewusstsein, für all unsere Verbindungen, in Feierlichkeit, in Einheit, in Liebe. Reise in eine zauberhafte Welt. Here and back again. Eindrücke vom World Rainbow Gathering in Ungarn im September 2014. Die Klänge der Nacht und der belebten Tage. Die Instrumente der besten Musiker. Die Menschen und die Liebe. Die Laute der tobenden und ausgelassenen. Das Lachen, Tanzen, Stampfen und Geschichten erzählen. Der Respekt und die Verantwortung. Das Spielen und Lernen. Alles zeitgleich, an Dutzenden Orten um dich herum. Es wird getanzt, jongliert, musiziert, meditiert, gelacht und geliebt. Trompetenspieler im Hintergrund. Kinder, die mit Raben spazieren gehen, Magier und Fabelwesen, Piraten und Wölfinnen, hunderte Wesen, die eine unglaubliche Schönheit tragen und ausstrahlen. Wenn man die Grenzen des Rainbowlandes betritt, spürt man eine andere Frequenz, eine Energie. Es ist Familie. Welcome home, Sister. Getragen von einem gemeinschaftlichen Geist der Liebe, Fürsorge und Verantwortung. Höhenflüge wie Rationalität, Bewusstsein wie Fallenlassen, Verantwortung wie Hemmungslosigkeit. Eine temporäre autonome Zone, die wie ein Organismus beeindruckend gut funktioniert. Connections und Circles bilden im gesamten Rainbow-Lager vernetzte und tragfähige Strukturen mit schneller Reaktionszeit. Die Vernetzung und Verbindung der vielen Lager, der Feuerkreise, der Küche, der Events und der Menschen untereinander schafft ein instantanes und dynamisches System. Ein Rainbow-Gathering geht über 4 Wochen. Jeder kommt und geht, wann er will. Es gibt keine Rainbows. Jeder ist Family. Kein Strom, kein Netz, kein Müll, kein Eintritt. Grundbedürfnisse gedeckt. Persönlichkeiten, Talente und Schönheiten entfalten sich. Es gibt keine Zeit. Kein Handy. Keine Wochentage. Changing the world is about changing ourselves. And express what you've changed.
By their actions and not their words, they shall make the earth greener again. Es gibt keine Regeln und keine Führer. Wir treffen Entscheidungen in einem Redekreis, in einem Talking Circle. Jede Person hat eine Stimme. Wir sind alle gleich. Wir hören mit Respekt zu, bis Konsens erreicht ist. Zitat aus dem Vision Circle. Rainbow ist kein Tourismus. Es ist ein weltweiter Stamm, der sich bildet, der unglaubliches, weltveränderndes und wundervolles Potenzial in sich trägt. It's a school of life. And it's just real. Es gibt keine Organisatoren, keinen Veranstalter, keinen Kern oder Zentrale. Nur Focalizers, die Gebiete, die im Visions Council beschlossen wurden, auskundschaften. Sie bilden Rainbow Caravans, denen die Seed Camps folgen. Sie legen den Samen für die ersten Grundbausteine der Rainbow-Struktur. Völlig dynamisch. Danach geht die Einladung an die ganze Rainbow Family, per Mailinglisten und Forum, wo jeder auch zu dem gemeinsamen Leben vor Ort dann beiträgt. Es gibt keine Gäste am Rainbow. Vom ersten Moment an gilt, if you see a drop, it's yours. Zur Full Moon Celebration waren ca. 2.500 Leute da. Zum Food Circle gab es handgemachte Gnocchi von der Italian Rainbow Family. Am Vorabend handgemachtes Sushi von der Japanese Connection. Zur Vollmondfeier wurde an diesem Tag bis Sonnenuntergang geschwiegen. Danach bis zum Mittag getanzt. Das aus Erzählungen. Ich war erst einige Zeit nach Vollmond für 5 Tage am Rainbow. Violine, Kontrabass, Geige, Akkordeon, neben dem schönsten Deutsch-Punk-Cover, das ich je gehört habe. Weiße Feen, die zu der Musik in der Küche tanzen. Zarte und tragische Lieder von den Urstämmen der Erde. Über die Beatles am Mainfire. Punkrock in der Sesame Street und Acoustic Metal Covers in meinem Lager, das sich auch Dragon's Nest nannte und das es schon länger gibt und eine eigene Facebook-Gruppe hat. Ein maximaler Kulturmix in einem Lager, von Israel zur Schweiz, von England nach Spanien, von Afrika nach Australien, zusammen im Drachennest. Die Klänge der Nacht. Sie waren so unendlich schön, dass ich sie aufzeichnen musste. Bis in die Morgenstunden waren die Rufe, Laute und Klanggeräusche der menschlichen Kreaturen ein Echo der Berge. Während tiefe Trommelschläge sich zu den anmutigen Gitarrenklängen in meinem Lager nebenan ergänzten. Ich wollte nicht einschlafen, weil es so ungreifbar schön und neu war. Weil mit jedem neuen Geräusch, mit jedem Blick so viele Ebenen berührt wurden und gesättigt. Jeder ist frei. Jeder ist absolut echt. Rainbow ist wie ein lebender Organismus. Nachrichten über benötigte Dinge oder Orte und Events tragen sich mit unglaublicher Geschwindigkeit übers ganze Lager. Alles läuft über Connections und Circles. Der kleinste Kreis ist der deines Lagers. Und die vielen Lager sind über die umherschwirrenden Reisen und deren Kommunikation und Verbindungskraft eng miteinander verbunden. A rainbow warrior has never any needs. It comes to him. Sometimes even before he asks. Der silberhaarige Silver Birch hat es zu mir gesagt. Als ich zu meinem 3-jährigen Sohn sagte, du darfst heute Nacht schlafen, wann und wo du willst. Du bist frei zu tun, was immer du willst. Ich werde mit dir sein,
bis du schläfst, dich von einem Lagerfeuer zum nächsten tragen und mit Magiern, Piraten und Musikanten durch die Nacht ziehen. Da habe ich gefühlt, was Leben am Rainbow nicht nur für Kinder bedeutet. Eine unglaubliche Dichte und Intensität von Wahrnehmungen, Emotionen und Leben zur gleichen Zeit. Ausgelassen und klar, herzlich und echt, nackt und wild. Deep connections are made. Wer einmal auf einem Rainbow war, kommt eigentlich nie mehr zurück. Ergänzung nach 4 weiteren Rainbows. Rainbow ist eine Hochkultur der Entwicklung der Menschheit für Bildung. Es finden unzählige Workshops und Events zu Themen der Nachhaltigkeit, Permakultur, Heilung, Musizieren, Handwerk, Naturwissenschaften und uraltem Wissen statt. Nicht geplant, sondern weil jeder teilt, was er kann, was er weiß. Vom Wild Food Workshop zum Jurtenbau. Vom Theatralic Workshop zur Kampfkunst. Über Quantenphysik, Brettspiele, Yoga, Meditation zum Poetry Slam. Concert of Silence. Sowie Global Eco Village Network. Eine unendliche Schule. Für Kinder bilden sich Children's Kitchen, Children's Places und Pirate Schools. Say No Workshop, Black Sabbath Metal Workshop, Throat Singing Workshop, Holotropic Breathing Workshop, Telepathics, How to Travel Intercontinental Without Money, Revolution Workshop. Share your fantasy. Here it's getting real. Es gibt Connections für alles. Wenn du nicht weißt, ob gefundene Pilze im Wald essbar sind, fragst du im nächsten Kreis nach einer Mushroom Connection. Is there a healer connection? Sleeping bag connection? Pen connection? Tent Connection, Chocolate Connection, Car Connection, vom Sleeping Circle zum Mordor Camp. Die lustigsten Bezeichnungen werden buchstäblich lebendig. Während der Nacht werden die alten Rollenspiele lebendig. Das Werewolf-Geschichtenspiel kreist durch die Lager, ähnlich wie Mafia. Niemand vermisst Kino. Der Piratenelf aus Australien ist gleichzeitig ein Goa Psytrance-Künstler. Festivalverbindungen überall. Hey, you know what? A small kitty can unarm a frightening warrior just by passing its way. Ah, look how cute! Whatever you need, there's a connection. Even for transformation of darkness. Ein österreichischer Dunkelelf, dessen fürstliche Behausung einen halben Kilometer entfernt im hochgelegenen Wald war, erzählte mir von dem Gathering im Monat zuvor in Rumänien. Dort war er Teil der Dark Chai Kitchen. A place for the lost, the lonely
and the sad ones. Auf dem Gathering in Spanien entstand auf die letzten Tage sowas wie ein Fight Club. Phasenweise im extra dafür weich hergerichteten Mainfire-Wohnzimmer. Für jede Farbe menschlicher Existenz findet sich ein Ort. Darum wirst du auch mit Welcome Home begrüßt. Rainbow Stories. Fairy Tale 2.0. Weil diese Erinnerungen nicht aufhören, so tief zu bewegen. In Spanien hat eine Frau ihr Auto, das sie eh loswerden wollte, einfach stehen lassen. Den Schlüssel und einen Zettel hinterlassen. Ein Geschenk an, wer es brauchen kann. Statt 4 Vans auf 200 Hippies hatten wir nun also auch noch ein Rainbow-Auto für alle. Zusätzlich zu dem Pferd, das uns ein Landwirt vom nächsten Hof hingestellt hatte. Zur freien Nutzung. Im spanischen Hinterland kamen die Polizei und die Waldbrandhüter fast täglich auf ihren Motocross-Bikes, um zu überprüfen, ob wir auch nur die vereinbarten Feuerstellen betreiben. Das Rainbow passte sich der Waldbrandgefahr an. Es gab nur gut abgesicherte Feuer am Welcome, in der Küche, am Main Circle sowie eine geniale Lehmofenschildkröte und eine Pizzabäckerei im Hügel. Den Pool oberhalb der Klippen, in dem Hubschrauber ihre Wasserbeutel auffüllen, falls der Wald brennt, den benutzten wir als Rainbow Swimming Pool mit Grand Canyon Aussicht. Fühlten die Bedeutung von VIP. Die National Park Rangers freuten sich über unsere Anarchie. Man konnte über die Bergketten den ganzen Canyon überblicken, in dem einst der Ozean stand, in dem einst Wasserfälle hinunterprasselten. Ein epischer Ort. Es gibt auch Rainbow Sailing Ships. Der Captain eines Rainbow Schiffs, das von Gathering zu Gathering segelt, stellte sich in Portugal vor. There is no problem. Only if it's now. Sehr interessant, wie am Rainbow mit Störfällen umgegangen wird. Diversity is evolution of consciousness. Anarchie heißt, man darf auch alles kaputt machen. Aktion, Reaktion. Impulse im Hier und Jetzt. Regeln Situationen, sodass der Fluss weitergehen kann. Es gibt immer eine Lösung. Zum Beispiel die Trubadix-Methode, wie in Asterix und Obelix. Man kann Leute, die weder gehen noch aufhören zu nerven, eine Zeit lang an Bäume binden. In Portugal wurde jemand mit einer Wellenfront aus dem Gebiet verdrängt. Das Karma kann es auch mal vorsehen, dass jemand seine Blockflöte nicht mehr findet oder Wunder erlebt. Es gibt viele Möglichkeiten, Störfaktoren elegant aufzuheben, Knoten zu lösen. Ein Organismus findet immer einen Weg. Be like water. Be grounded. This is anarchy. It's like ruling and serving the world at the same time. Chaos creating perfection. Thank you.
Über Hygiene, Raw Food und Naturmedizin lernt man auf jedem Rainbow viel. Look how a million people can drink from one cup. Die Kopfübermethode von Bechern zu trinken. Wie man seine Bakterien bei sich behält. Wie reinlich eine Waldtoilette sein kann. Auch Shit Pit und Magic Pit genannt. Magic Pit, wenn die Aussicht dort grandios ist und man den absolut genialsten Ruheort hat. Wie nützlich Asche und Essig sind. Es gibt Healing Areas. Ein Traum. Danach kann man nie mehr ein Krankenhaus betreten, ohne sich zu wundern, warum wir der Krankheit und nicht der Heilung einen Ort gaben. Healing Land. Die Menschen schlafen auf den Bäumen. Gelebte Schwarmintelligenz. Was täglich schiefläuft, kommt in den nächsten Tagen kaum mehr vor, weil jeder im Lager die Ankündigungen bei den Food Circles hören kann. Wissen wird geteilt, aus Fehlern gelernt. Auf einem Rainbow silenced ein Fokusruf hunderte Wesen in allen Kreisen. Fokus heißt, diese Frau spricht. Ein 19-Jähriger verstummte damit mit seinem Ruf den Food Circle und gleichzeitig das ganze Bergtal. Ich stand 500 Meter weit weg am Welcome Camp. Mit seiner lauten Stimme half er einer Frau, ihr Anliegen vorzutragen. Focus means this woman speaks. Sie sprach nicht laut, sondern wie in irgendeinem Gespräch. Ich wusste nicht, dass Menschen Gespräche über Kilometer Reichweite hören können. Man konnte nachts hören, was in den Zelten am gegenüberliegenden Berghang geflüstert wurde. Darum auch der Hinweis am Welcome: We love our air. We are aware about the words that we speak. It's my day of silence. A full day of listening. Listening to you. Listening to my heart. Aus dem Büchlein eines Freundes auf dem Rainbow. Damit begleitet er seinen Silent Day. Eine beeindruckende Rainbow-Tradition, dieser Silent Day. Am Tag vor oder nach der Full Moon Party wird im ganzen Lager einfach geschwiegen. Magie, wenn zu Sonnenuntergang das Om und die Trommeln die Stille brechen. Die Menschen stampfend und wälzend den Staub des Sacred Fires aufwirbeln. Hunderte Musiker aufwachen. Tausende zum Tanzen und Jubeln bringen. Das Sacred Fire ist das Herz, ein Wohnzimmer. Dieses Feuer brennt durchgehend. Die Asche ist hochrein. Das Feuer heilig. Es bildet den Hauptkreis, das Main Fire. Ein pulsierender Ort, wo du zum ersten Mal den Zustand Unity fühlst. Nach 3 Tagen kennst du das ganze Lager. Alle treffen sich 2-mal am Tag in einem Kreis am Mainfire. Du wusstest gar nicht, wie scharf deine Augen stellen können, wenn es so viel zu sehen gibt. Dort erlebt man das genialste Essensverteilsystem ever.
egal ob 50 oder 2000 Leute. Innerhalb einer halben Stunde sind alle mit mehreren Gängen Essen versorgt. Gewürze zirkulieren automatisch. Von oben kartografiert würden die Foodserver kreisende Spiralen innerhalb eines Kreises abbilden. Mit wuselnden Bienenpfaden. Du bleibst sitzen, wirst bedient. Brauchst nur eine Schale. Und für die, die zu spät kommen, die werden jederzeit zuerst bedient. Denn das System ist First Time, Second Time, Anytime Food. Es gibt vegan und Raw Food. Rohkost, ja. Auf größeren Rainbows gibt es eine eigene Kinderküche, Kinderorte und Children's Food Circle. Zu Rohkost muss man noch ergänzen, dass es unglaublich lecker ist und dass viele da einsteigen in die lebendige Nahrung, die exakt auch genau diesen Bewusstseinsaufstieg ermöglicht. In Spanien war am Welcome eine Flagge aufgehängt mit einem wunderschönen Text darauf. We love our air. We are aware about our words that we speak. We love our water. We avoid to pee and poo above the water collection. To wash, we take water away and avoid using soap. We love our fire. We only burn dead wood, avoiding habitats. We are aware of our cigarette butts and ashes. We love our earth. We collect all our rubbish and carry out what we carry in. We use the poo pit to donate our poo to the earth. Ein Rainbow findet immer in der Nähe von sauberem, frischem Quellwasser statt. Eine Fläche, auf der mal ein Rainbow stattgefunden hat, bekommt immer mehrere Jahre Ruhezeit, bevor dort wieder ein Rainbow stattfinden kann. Zu jedem Zeitpunkt gibt es Rückzugsorte und Stille. Man kann auch über Wochen auf einem Rainbow leben und mit keinem reden oder zu tun haben. Mach doch, was du willst. Plötzlich sind die Menschen frei, müssen sich weder um Geld noch um Zeit, weder um Essen noch um Wärme kümmern. It's interesting how relaxed the chaos is created here. This is anarchy. It's ruling and serving the world at the same time. Ein World Gathering ist gleichzeitig auch eine Ratsversammlung des Planeten. World Gathering ist Planets Council. Jeden Tag finden Talking Circles und Vision Circles statt, in den Tipis. Dort bündelt sich die Vision, das Bewusstsein des Lagers in einem Kreis. Beim World Gathering in Ungarn hieß dieser Ort zum Beispiel Pangea. So hieß der Kontinent, als alle Kontinente der Erde noch eins waren. Bisher habe ich die Erläuterung vom Magic Hat Prinzip übersprungen. Wie Geld und Rainbow zusammenpassen. Die wunderbare Lala brachte es auf den Punkt. Look, Magic Hat works like this. Du nimmst ein paar Münzen aus deiner Brieftasche heraus. Dann nimmst du deine Brieftasche mit Perso und Bankkarte und allem drin und wirfst sie in den Hut. Das musst du auch nur einmal machen. Der Magic Hat wird nach den Food Circles herumgereicht, um Geld in Form von Nahrung bei den Bauern nebenan einzutauschen. Viele benutzen schon lang nicht mehr wirklich Geld, sind damit reich. It's the more that I get. Oh,
Die Weltformel steckt im Kreis. Das Rad neu erfinden. Tatsächlich war das Rad die erste Kreisstruktur, die wir genutzt haben, nach dem Feuer. Feuer ist gleich Kreis, weil wir den Winter, die Dunkelheit, damit besser überstehen. It's a Kreis, Euder, den wir weiter funktionalisieren müssen. Rainbow Gathering ist Circle Movement. Ein Treffen in Kreisen, verbunden mit der Natur, für alle Stämme, Nationen, Wesen aller Farben, ist ein holistischer Kreis für unsere Spezies auf diesem Planeten. Formt zukünftige Lebensformen im Rhythmus der Mondzyklen. Ein fraktal wachsender Organismus aus Anarchie und Chaos, Liebe und Einheit. Rainbow Map is alive. Momentaufnahme eines Rainbow Gatherings auf der Karte. So schaut's von oben aus. Fraktale verbinden Kreise. Die Strukturen der Seed Camps wachsen im Rhythmus des Mondes, bauen sich auf und ab, passen sich dem Energiefluss der herumschwirrenden Wesen an. Berg, Tal, Fluss, ein Riesenareal, Rückzugsorte wie Stille, Verbundenheit wie Wildheit, Raum für Sättigung jeden bewussten Bedürfnisses. Bei Bedarf findet sich auch Raum für Trauer und Gewalt. Diversity is evolution of consciousness. Die Pinselwerkzeuge der vielen. Es ist sehr interessant, die Struktur des Lagers vor Vollmond und nach Vollmond, wie drastisch sich das ändert von 400 Leuten am Mainfire in der Bakery und in den Orten zu 10 am Mainfire und dafür die kleinen Lager in den Wäldern aufleuchtend in all ihren Funktionen und die Rainbow-Karawanen, die sich danach in den Städten bilden, weil es nie aufhört und immer weiter fließt. Überfluss für alle. Wir sind Organismus. Was kostbar ist, wird abundant. Überfluss für alle. Das nennt man auch zirkulare Sprache, ne? Von rückwärts wie vorwärts gelesen, ergibt es das Gleiche. Es gibt keine Zeit, nur Wirkung. Rainbow Gatherings finden ständig statt. An vielen Orten zeitgleich. Von den Tempeln der Maya über die Landschaften nahe an den Naturschutzgebieten. Möglichst weit weg vom alten System. Es sind Mutterschiffe des Lebens. So funktionieren wir am besten. Dort blüht das Leben seit 1972 und wartet, bis der Planet sich von der Krankheit Mensch erholen will. Bis wir unser Paradies ausweiten können. Peace Movement. One Tribe. Holding Space for the Vision. Rainbow ist ein Wanderstamm mit maximaler Flexibilität. Die Treffen finden vermehrt in den wärmeren Monaten statt, beziehungsweise im Winter dann in den milderen Klimazonen. Das Analogon gibt es jedoch auch im Winter, in Skandinavien zum Beispiel, unter dem Namen Tin Family. T-I-N. Ein ähnliches Treffen der Stämme und Familien. Leben innerhalb der Geometrie der Natur, als verbundene Einheit, funktioniert in allen Klimazonen. Was soll schon passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du aufwachst, der Wecker klingelt und du musst in die Arbeit. Fühlt sich an wie die großen Sommerferien, für immer.
Was? Für immer? Ja, hier nun auch in der Hörbuchversion kann man das schon machen. Den Hinweis, wie man Rainbow findet, es gelingt uns ja wirklich sehr unentdeckt zu sein mit keinerlei direkten Ortsbeschreibungen. Die ganzen Rainbow Gatherings werden über ein Forum organisiert. Das Forum heißt rainbowforum.net. Nach Anmeldung hat man, sieht man da, wo überall weltweit gerade was stattfindet. Und dann gibt es noch die Mailinglisten, über die sich auch die Karawanen, die Focalizer, die Seedcamps organisieren. Und was die ganze Family praktisch mit einem Schachzug zusammenhält. Eine wunderbare Sache, dieses Internet, wie sie es nennen, ja. Wir sind alle gleich. Fühlst du's? Fühlt sich schön an. Hope. Kinder mitnehmen. Wenn ich meine Kinder mitgenommen habe zu egal welchen magischen Orten, dann, weil ich ihnen eine Erinnerung an die Zukunft geben will. Why I cry at Rainbow. Es ist kaum zu ertragen, auf den Rainbow Gatherings zu sehen, wie die Kinder des neuen Zeitalters aufwachsen dürfen. Eine Kindheit in Frieden und Natur, in Überfluss und Liebe, in der Universität des Lebens. Sowas wünscht man jedem. Diese Kinder werden unseren Planeten heilen. Eine Generation von Kristallkindern wird uns lehren. Die aktuelle Generation der erwachten Kinder nennt man Kristallkinder. Sie erklären dir die Welt kristallklar. Daher der Name zum Beispiel auf YouTube: 8-year-old kid explains dark matter and universe. Ein grandioses Schatzstück der Menschheit. Oder ähnlich Crystal Child Information about Human Body. Da gibt's sehr interessante Informationen wahrzunehmen. Denn wenn wir wirken, produzieren wir die Zukunft, aus der wir kommen. The short story of our age. Wir hatten es vergessen, aber das ist jetzt vorbei. Und am Schluss wird die Geschichte, die damit in Gang gesetzt wird, nur logisch und klar sein, dass es so kommen musste. Für unsere Enkelkinder nur schwer zu verstehen, wie wir so leben konnten, wie wir es heute tun. Stell dir vor, die ganze Welt. Und ein Quantensprung. Stell dir das ruhig vor. Es reicht, wenn ein Bruchteil der Welt gleichzeitig ommt. Es fühlt sich in etwa so an. Das Bild zeigt etwas, was ich Rainbow Circle Resonance nenne. Vollmond. Es ist episch, wenn die harmonische Urfrequenz, die der Mensch erklingen kann, ein Kilometer großes Rainbow-Areal zur Ruhe und zum Schwingen bringt. Gleichzeitig in Dutzenden Mutterschiffen des Lebens. Am ganzen Planeten. If you want to find the secrets of universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Nikola Tesla. Hier habe ich mich entschieden, das Rainbow-Kapitel mit einem Musikstück zum Om-Urton ausklingen zu lassen. Aber zuvor noch eine Vorschau auf den nächsten Teil. Dort
fällt der Klartraum nämlich in ein schwarzes Loch. Es geht weiter mit der Besprechung des Untergrunds. Hier endet deine Realität. Sit down to read. Warum Städte aussterben und warum noch vor 2020 eine Welle kommt. In der Ruhe, während alle mit Unfassbarkeit beschäftigt waren zwischen der Alpha- und der Beta-Version des Klartraums, hatte ich Zeit für die Ansagen der Zeitenwandler. Hiermit kann der Klartraum vollendet werden. Wissenschaft und Spiritualität wurden bereits vereinigt. Klartraum war Auftakt. Der aktuelle Stand toppt alles. Damit wird der Klartraum Geschichte. Er war das fehlende Puzzlestück zwischen schamanischem Wissen, den Wirkstoffen der Natur und dem Wissensstand der Menschheit. Was im Klartraum als Metamorphose benannt wird, ist im Detail ein Dimensionswechsel von 3D auf 5D, der allen bevorsteht. Ein Teil der Menschen wusste diese Wahrheiten schon lang. Erst bauen wir die Welle auf, dann reiten wir darauf. Es braucht keine Wiederherstellung oder Reparatur des alten Systems. Es lässt sich nichts retten an der Titanic. Vor 2020 soll durchgeschüttelt werden. Wir wissen's, weil wir es selber auslösen. Man muss nicht mal auf die Welle warten. Man kann in kürzester Zeit ein körpereigenes, multidimensionales Raumschiff aktivieren. Heißt Merkaba. Genau darum geht's in dem nächsten Teil des Klartraum-Hörbuchs.